Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik. Und man merkt, ich klinge ein wenig verschnupft. Das hat nicht nur damit zu tun, dass, ja, sagen wir mal so, die Umstände rund um dieses Set so ein bisschen seltsam sind, um es mal vorsichtig auszudrücken, sondern ich bin auch erkältet. Deswegen eine sehr schnelle Folge heute. Und es gibt auch nur das Auspacken. Also alle, die sich jetzt freuen, oh, da kommt gleich das Review vom großen Haus da, vom Darth Vader. Nö, heute sieht man nur Teile in Tüten. Und ich rede ein bisschen darüber, weshalb dieses Set irgendwie so ein bisschen anders ist und was daran so ungewöhnlich ist. Es ist erstmal schon mal deswegen ungewöhnlich, weil es zum Beispiel in der aktuellen großen Amazon-Werbung, wo die Kinder da alle unterm Weihnachtsbaum schlafen, mehr oder weniger auch drin vorkommt. Wer genau hinguckt, der sieht hinten irgendwo in der Ecke, nämlich genau dies hier, Darth Vader's Castle, die Festung. Die kennt man ja als nur Ursprungsfilme-Gucker wahrscheinlich nicht so dolle. Aber man ahnt es ja schon, Darth Vader muss ja irgendwo wohnen und er tut das nämlich. Und zwar in diesem Fall eben in seiner Festung, die man bei Rogue One in dem Film auch schon sieht. Da ist ein bisschen was mit Lava und so weiter und so fort. Und wir sehen auch, es gibt ein paar Minifiguren zum Beispiel dabei. Darth Vader himself, wie man ihn kennt. Dann nochmal Darth Vader nackig, hätte ich beinahe gesagt, so wie er in den Bacta-Tank einsteigt. Dann noch zwei von der Royal Guard. Da werden jetzt ja auch noch ein bisschen im Battle Pack 2019 wahrscheinlich kommen. Und Imperial Transport Pilot. Den haben wir nämlich auch. Wir haben nämlich auch noch so einen TIE Advance Fighter, der hier unten eingeparkt werden kann. Also Darth Vader hat sogar eine Garage. Werden wir gleich sehen. Aber das, weshalb ich das Ganze hier auch zeige, ist zwei Dinge noch. Erstens, was ungewöhnlich war, war, dass dieses Set wirklich einfach plötzlich angekündigt wurde. Es gab, zumindest bei mir, keinerlei Gerüchte darüber. Es war einfach abends, und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass es in den USA als erstes vorgestellt wurde, plötzlich in den Newslines. Und normalerweise kommen ja immer Leaks, und da haben sie es bei dem Ding hier tatsächlich mal geschafft, diese Leaks nicht hochkommen zu lassen, sodass es also tatsächlich eine Überraschung war, dass dieses Set erscheint. Ob das jetzt für jeden die Erfüllung ist, es ist natürlich, wie man hier hinten sieht, vor allem wieder ein Spielset, aber mit ein bisschen was auch, was man hier entdecken kann. Zum Beispiel hier seine Regenerationsmöglichkeiten, die da, glaube ich, ne, in diesem Bacta-Dings und hier oben, da ist ein Mediationsschimmer mit auch hier so ein Hologramm, das da angedeutet ist. Oben darf ein bisschen geschossen werden. Es gibt hier und da so ein Sith-Schrein, ein paar Artefakte, da kommt auch mal was Geheimes raus, da sehen wir es, zum Beispiel so ein Lichtschwert kippt da raus und. Das werden wir uns dann ja alles angucken, wenn ich das fertig gebaut habe. Auch da gibt es nochmal so ein geheimes Fach. Hier sehen wir, wie wir ihn da, ja, mein Bug, dein Bug, ne? Also wie er da in den Bagdad-Tank reingeht und wie man fightet. Da kann man auch noch was aufklappen. Also ganze Menge Spielfunktion, richtet sich natürlich an Kinder. Ich verweise nur an diese Amazon-Werbung, dieses Video, ne? Wo die Kinder da wahrscheinlich dann, also auch der Advanced TIE Fighter, den sieht man dann nämlich auch. Gut, aber das ist noch nicht mal das, was mich sozusagen wirklich ein wenig, na, verstört ist übertrieben, aber irritiert ist. Lego hat es nach meiner Erinnerung, seit ich diese Videos hier mache, jetzt erst zum zweiten Mal gemacht, dass sie ein Set nämlich als Vorbestellermöglichkeit geliefert haben. Das heißt, man konnte dieses Set und kann es auch immer noch vorbestellen, damit man es auch wirklich pünktlich am 1. Dezember dann geliefert bekommt. Oder, wenn wir Pech haben, vielleicht am 2. oder wie auch immer. Auf jeden Fall, und dass man auf jeden Fall eins bekommt. Also die Idee hinter so einer Vorbestellung ist ja zwei Dinge. Erstens, man will die abgreifen, die jetzt Lust drauf haben. Dann haben die schon mal was zum Klicken und zum Vorfreuen. Und zum Zweiten, dass dann die auch sicher sind, wir kriegen eins, weil könnte ja sein, dass es vielleicht ausverkauft ist, weil jeder die Amazon-Werbung sieht und sich dann sagt, Mensch, das Ding will ich auch haben. Während ich hier noch weiter so schnacke, kann ich ja schon mal so ein bisschen hier mal aufschneiden und dann gucken wir mal rein, was denn da so drin ist. Ich vermute, es wird wenig Überraschendes sein, nämlich schwarze Teile vor allem und die Minifiguren. So, da wird uns jetzt sicherlich nicht Power Functions 3.0 oder sowas rausfallen und poltern. Ja, also, wie gesagt, Vorverkauf, spannende Geschichte, das mal zu haben. Spannende Geschichte übrigens auch, wo wir gerade dabei sind. Es gibt Aufkleber, eine Menge. Naja, es geht. Ja, sind eher so Deko-Teile hier. Und was ist dieses Runde hier wohl? Ist das von dem Advanced Teil? Nee, dieses Fenster ist so sicher bedruckt. Das ist immer bedruckt. Na gut, man wird sehen. Auf jeden Fall ein bisschen Anleitung. Es sind 1080 Teile für 130 Euro. Das heißt, der Normalpreis, also den man jetzt dafür ausgibt, ist gehobenes Star Wars Niveau. Nicht ungewöhnlich für Star Wars mit 12, irgendwas Cent pro Teil, aber es ist ja sicherlich nicht günstig. Aber jetzt eben Vorverkauf hat Sinn und Zweck, aber nicht dann, wenn andere schneller sind.
Deswegen, wir haben ja noch den 1. Dezember, also während ich das hier aufnehme, definitiv noch nicht, sondern wir haben noch eine Woche davor. Und das liegt daran, dass Amazon das gute Teil nämlich auch im Vorverkauf hat, was bei denen übrigens heißt, wir schicken es schon eine Woche vorher raus. Eben nicht am 1. Dezember, sondern früher. Und, wenn man so will, das, was das Ganze völlig ins Irrsinnige treibt, ist, während ich hier Tüte 6 gerade raushole, da haben wir übrigens so ein Guard auch, so ein Rot, da kommt Tüte 4, dünn bedruckt, beziehungsweise dünn befüllt die Tüten. Man kann also wirklich, ja, wahrscheinlich Tüte für Tüte wirklich sehr schnell bauen. Hier haben wir dann die Lava-Teile, die wir da sehen. Ja, schön. Also da, wenn dann Lämpchen wieder hinter wäre. Na gut, schauen wir mal, was nächstes Jahr so kommt. Nee, aber dann erwartet man ja eigentlich auch, dass man, ja, dann auch schon mit das Günstigste hat. Aber das, was sozusagen das Ganze, wie gesagt, völlig in den Irrsinn treibt, diese Vorverkaufssache, ist, dass Amazon auch in Deutschland jetzt das Teil mit 30% Rabatt verkauft hat. Vor dem 1.12. Nämlich eine Woche vorher, mehr oder weniger. Mit Black Friday, das heißt Cyber Monday, da war das jetzt. Und, der alte Teiletrenner noch. Da kommen ja fast neue Teilgefühle hier hoch. Naja, und auf jeden Fall damit also für 99,99 und unter 100 Euro statt 130. Für alle, die also jetzt Vorbesteller sind, ja, die fühlen sich irgendwie doppelt gekniffen. Erstens, alle anderen haben schon früher und zweitens auch noch billiger. Und wenn man noch günstiger wollte, dann konnte man bei Amazon, ich glaube Frankreich, da habe ich es nämlich her, das gute Teil nämlich sogar in den unter 90 Euro schießen. Da wird es dann auch interessant, weil so ein riesen Fan von diesem Haus war ich nie, aber bei 90 Euro, Teilepreis unter 10 Cent bei Star Wars, neues Set, kann man ein bisschen was drüber labern, ein bisschen was erzählen, dann ist das schon okay. Also deswegen habe ich es dann auch da bestellt und man sieht hier, ich weiß gar nicht, ob es Frankreich oder Spanien ist, man kommt ja beim Klicken immer so durcheinander. Auf jeden Fall sieht man ja, es ist schon da, also innerhalb von 2-3 Tagen. Ah, da haben wir wieder diese ugly big bricks hier, da, ja. Das ist ja da genau die Farbe, also wenn mir einer abhandengekommen wäre beim Schloss, beim Hogwarts-Schloss, da hätte ich jetzt also noch was gehabt. Dann haben wir gleich noch so einen zweiten, naja. Und dann noch ein paar andere Großteile, der Treppe zum Beispiel. Und. So, und hier gibt es noch ein bisschen Kleinteile. Jetzt habe ich die Minifiguren gerade übersehen. Ich zeige hier noch mal ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, wir haben typische. Ah, hier sind wir. Was haben wir denn da? Da ist er doch. Ja, böse guckt da. Ja, ist ja auch in Plastik eingepackt. Nichtsdestotrotz, wenn ich hier noch plaudere, dann können wir hier auch noch mal die Tüte öffnen. Und, da gehen sie hin. Die Wiederverkaufsmöglichkeiten. So, aber diese Tüte hätte ich sowieso weggeschmissen. Vieles pfeife ich ja auf, aber die Tüte nicht. So, dann sehen wir uns nochmal die Aufkleber jetzt genau an. Da sind sie. Und das Heft dazu. Wie bauen wir es? Es ist wenig überraschend. Wenn man will, kann man einem Anschein nach auch online sich das Ganze nochmal angucken. Wer lieber auf Bildschirmen baut, der kann das auch tun. Und wir fangen an mit dem Advanced TIE Fighter und einer Minifigur. Dann geht nochmal weiter damit und dann, wenig auch hier überraschend, es geht von unten nach oben, wird gebaut, kein Schildbürgerstreich und schließlich und endlich ist das gute Teil dann fertig. Ja, am Ende gibt es wahrscheinlich noch ein bisschen Werbung für andere Sets. Ja, da ist er, ne? Genau, und da sehen wir auch, da oben kommt der Aufkleber hin, dieser Runde. Da scheint irgendwie eine Plattform zu sein, von der kann geschossen werden. Schön. Also, ob das schön ist, inhaltlich das Set, das wird sich jetzt noch zeigen. Ich werde es ja bauen und dann hier vorstellen. Aber dieses Ganze drumherum mit diesen Vorbestellern, wenn Lego das jetzt immer machen würde mit diesen Vorbestellern, okay, geschenkt, dann ist das irgendwie, dann weiß man ja, worauf man sich einlässt. Aber da das so was Ungewöhnliches ist, mal Vorbesteller zu sein bei Lego Original und dann sozusagen so, Kinder hören ja zu, ne? Also sagen wir mal so, irritiert zu werden, dann finde ich das schon irgendwie seltsam. Und da muss Lego eigentlich dran arbeiten. Natürlich weiß ich, dass diese ganze Vorbestellergeschichte wahrscheinlich nicht wegen Mangel, also dass man Angst wirklich haben muss, dass es zu wenig davon produziert ist und, sondern es ist natürlich auch ein Marketing-Gag. Aber so verpuffen lassen und so wirklich eher das ins Gegenteil verkehren, dass man eher darüber erbost ist und sagt, beim nächsten Mal bestelle ich doch niemals vor, wenn ich das woanders schneller und günstiger bekomme. Also da hoffe ich mal, dass Lego da mal in sich geht. Bei sowas wie dem Millennium Falcon, da wäre das cool gewesen, da hat das auch Sinn. Aber da haben sie es natürlich nicht gemacht, weil es da genug Käufer schon so gab. Da muss man nicht mit dem Vorbesteller noch locken. Jo, so, das war's. Ich bin jetzt gleich erstmal weg und muss bauen. Und muss meine Stimme auch schon und mich wieder hinlegen. Wir sehen und hören uns dann bald wieder. Und gut, tschüss. Ja, schade eigentlich, wenn man schon so ein Haus baut, dann hätte man das ja mit dem Friends-Set auch nochmal verbinden können, wenn man auch noch so eine Toilette. Das finde ich richtig cool. Also, ja, sowas fehlt mir. Also es ist wirklich nur so dieses Jungsgehabe hier. Ja, ist ja auch okay, will man wahrscheinlich auch nicht eine Toilette haben, aber ich hätte gern mal gewusst, wo Darth Vader aufs Klo geht.
Gut, muss man dann eben selber bauen. Das ist das Schöne ja bei Lego. Wenn einem noch was einfällt, kann man es ja einfach dazu dichten. So, nun war's das aber, bevor hier noch die 10 Minuten geknackt werden. Und tschüss!